Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem Video unserer ein Tutorial über den Event Giants Editor. Genau, ich habe euch den letzten schon mal gezeigt, wie man den runterlädt. Jetzt habe ich gedacht, machen wir so eine kleine Tutorial-Reihe. Wir starten den nochmal, weil bei vielen Rechnern, das war mein jetzt relativ nicht, weil das ist noch relativ gut, sag ich jetzt mal. Ja, zeige ich mir euch mal so eine kleine Tutorial-Reihe über den Giants Editor. Hier ziehen wir den Giants Editor hier hin, dass ihr das auch sieht. Und zwar, mit den Öffnern müsste es so ungefähr aussehen. Mit hier unten die Konsole, wo man auch so nehmen kann. Genau. Jetzt erklärt euch Step for Step, was das ist. Und zwar gehen wir ganz einfach hier lang. IDD, weiß ich gar nichts. Open IDD File. Da kann man jetzt eben IDD Objekt zu schreiben haben, solche hier das. Ja, in der rechten Maustaste. Ich zeige das mal die Grundlinien zusammen. In der rechten Maustaste. Also bewegen. Ja. Bewegt man sich halt hier. Wenn man die gedrückt, egal, wenn man zum Rausrad betätigt, kann man rein und rauszoomen. Oder auch, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält und W drückt. Also das hier so machen. Hier gucken. Zum Beispiel. Unten links ist der Nav Speed. Wahrscheinlich jetzt auf Ampels minus drücke. Hier runter. Das sind die, wie schnell ich mich bewege. Ich kann aber auch hoch machen. Für englische Sachen kann man ja auch ganz hoch schauen, dann wirkt man sich ein bisschen schneller. Wie man es gerade möchte. Am meisten schaue ich langgemäß ist auf 10 oder sowas. Da finde ich das eigentlich schön angebracht. Wenn ich kann immer noch mit dem Rausrad zu Steps machen, sag ich jetzt mal. Genau. Genau. Aber es fehlen hier links und rechts ein paar Einblendungen, die relativ wichtig sind, zum Beispiel fürs Modden. Dann geht man einfach ganz einfach auf Window. Dann kann man hier das machen. Wenn man jetzt aber schon nur Objekte modden will, keine Map machen will, dann reicht es eigentlich komplett. Wenn den Scheme Graph öffnen. Und dann, wenn man das antippt, ist der ganze Kuhstall angewählt. Aber man kann auch zum Beispiel wie hier ein Holz, ja, ist ein bisschen komisch. Dann den Holzpfosten hier anwählen. Und dann kann man mit STRGD den kopieren. Und hier kann man ja diese Tabellen mit X, Y, Achse, O. Achse kann es hier aber alles so verschieben. Das ist jetzt die Kollision, wo ich jetzt gerade verschiebe. Ja, jetzt hier, hier steht ja dann die doppelte Kollision, die ich halt kopiert habe und die vom originalen Stall. Also mal, wenn man das anklickt, kann man es auch wieder löschen oder ich kopiere mir das jetzt noch das Ganze. Verbaue mich jetzt, kann ich entweder mit STRGZ rückgängig machen oder auch hier oben mit dem Pfeil. Genau, oder wenn ihr jetzt irgendwo dann Zeit und der Kuhstall muss jetzt unbedingt hier auf die Stelle. Drückt ihr einfach STRG B und linke Maustaste, dann müsste der eigentlich kommen. Aber eigentlich war eigentlich auch gerade nicht ganz. Ich weiß auch gerade nicht warum. Okay. Also, wenn wir vielleicht hier einfach ein bisschen so hoch sein, kann das sein? Nein? Ich weiß es gar nicht. Aber normalerweise geht das so. Das
Tool ist für Toggle, das kann ich hier nicht auswählen, weil das kein Map ist. Aber wir könnten mal kurz eine Map starten. Einen Moment. Ich kann. Achso, hier ist die Map. Map Statikus. So. Da, genau. Dauert ein bisschen, weil die Map ist ein bisschen größer halt. Ja. Genau. Also dann hier die Map. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Kuhstall. Hallo? Genau, so kommt STGB und dann kann sie es hoch und her machen. So, jetzt hier das Toggle-Tool. Sieht man hier also ein Kreis. Für dieses Fenster, für das Toggle-Stick zu benutzen, geht man einfach an der Window. Toggle-Editing. Und dann kann man hier einstellen, zum Beispiel die Größe, das kann man auch mit dem Mausrad einfach auch ändern. Bei den Dingern, ja, das schätzt mal die Stärke so. Eigentlich müsste da nichts rum ändern, sage ich schon, relativ gut. Hier kann man einstellen, ist ja jetzt hier ein Kreis, ob man das jetzt auch eckig machen will. Also ein eckigen. Und dann linke Maustaste, Add, kann hier, wie man das halt möchte, belegen. Und ich habe jetzt mal einen schnellen Schluck gemacht. Jetzt kann ich hier größer machen. Mausrad ein bisschen smoothen. Und das als rechte Maustaste wieder wegmachen. Ganz easy. So. Kann man ganz einfach machen. Manchmal gibt es den Bug, wenn man die rechte Maustaste gedrückt, dass er rauszoomt. Dann einfach speichern und Edit neu starten. Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen komisch. Genau, was machen wir jetzt? Speichern. Nein, weil ich habe da jetzt nichts gemacht. Kann man auch einfach verwerfen. So. So, jetzt startet nochmal das Ganze. Genau, das ist ein bisschen schneller. Genau, jetzt ist es nicht so ein Fehler. Tool ist eigentlich relativ abgehakt, halt jetzt mal. Danach ist ein Pinsel. Kann auch wieder nur Aussaat kleiner machen. Und dann kann hier zum Beispiel runtergehen und hier die ganzen Texturen, was man gerade haben will, einstellen. Zum Beispiel, ich will jetzt eine Platte 4 oder 3 haben. Wie schön. Halt andere Platte. Jetzt aber hier drüber pinseln. Halt die einfach gemacht. Kann auch wieder eckig machen. Dass man hier zum Beispiel eine schöne, gerade Fläche hat und braucht eine bisschen ruhigere Hand. Aber ja, wenn ihr das wieder hier auf dieses Grafstack so machen will, geht einfach wieder relativ weit nach oben. Geht es sogar auch schneller. Und dann wählt man einfach hier Gras aus. Und dann kann das ja alles wieder weg machen. Genau. Relativ easy. So, dafür ich euch jetzt mal kurz rauszoomen. Wenn ihr jetzt hier das geht. Zur Tangent Info Layer. Leck des Bulls. Das ist, weil ich weiß, wo man nicht abkippen kann. Für eine Map zum Beispiel sagt man einfach, nee, hier nicht abkippen. Meldet man natürlich. Macht man das so an, dann kann man hier nicht mit SDG abkippen. Genau. Einmal das. Und wenn man hier runter scrollt, kann man das nochmal ändern. Tipp Poly. Hier ein Farmland. Leck das. So. Jetzt sieht man hier, was ist welches Farmland? Das ist farbig gekennzeichnet. Durch Farmland 1 bis hier das dahin. Das da. Und jetzt Farmland hat eine andere Farbe. Und jetzt kann man hier einfach wählen. Zum Beispiel 30 will ich jetzt haben. Muss man das hier kurz merken. Geht man hier alles ab. So. Hat man jetzt irgendwie Anlass raus? Ich weiß nicht. Und da hinten sieht man, ah, das habe ich eigentlich schon. Das Farmland, wo man hier angewählt hat, ist war immer weiß. Man kann aber auch einfach mit der rechten Maustaste
das Farmland einfach wegmachen. Also dann ist jetzt hier die Fläche, wo man jetzt den Unteil nicht kaufen kann. Genau. Da kann man wieder ganz mal rückgängig machen. Ja, das war's eigentlich schon von den Farmlands. Die Preise von den Farmlands muss man in der Map ID, also den Textdatei von der Map ändern. Das kann man im Editor nicht machen. So. Ja, kann jetzt wieder hin oder einfach wieder abhängen gehen. Ja. Hier. Terrain Info Layer Paint Mode. Das braucht man. Im 19er. Doch, brauchst du eigentlich schon. Ist auch nicht wichtig. Also, schon wichtig, aber braucht man nicht so oft. Und zwar ist das für Felder erstellen. Ganz wichtig ist, wenn ihr Map startet in der Lego, einfach irgendwo downloadet, dann gibt es meistens hier so einen Ordner mit Fields. Dann geht man hier einfach auf Scripts, FS19, Map, und dann Toggle Render Field Area. Hält man das an, wählt man kurz die Kamera, wenn jetzt alle Felder so blau markiert, wo man weiß, aha, da ist ein Feld. Ist relativ praktisch. Kann man hier dann aufklappen, hat man den ganzen Feldern. Feld 15. Kopiert jetzt einfach mal. Und jetzt sieht man hier so aus. Aha, da ist Feld 15. Und ich will jetzt, dass da hinten hier noch ein Feld ist. Macht man das so? Also so mache ich es eigentlich meistens. Nehmen wir das hier aus und mal das hier so an. Weil das dann die Fläche, wo man wirklich bewirtschaften kann. Wie diese Textur, sag ich jetzt mal. Genau, hat man hier einfach, man kann auch einfach größer machen, ein bisschen so grob an. Das ist ein bisschen Hardware-Lie. Und dann wird man hier einfach, das bei mir mache ich es meistens so, rund. Und man, das kann hier ganz klein. Und dann mit einer ruhigeren Hand, das mache ich jetzt nicht so ganz so genau. Nur so als Beispiel. Ja, also schon ein Feld erstellt, so ungefähr. Aber, wenn man das hier aufklappt, das hier nochmal aufklappt und das nochmal aufklappt, oh, ups, kann man hier diese, das sind so Eckpunkte, ein bisschen verschieben. Ich kann das Feld so machen, wie ich halt gerade lustig bin oder wie das Feld aussehen soll. Muss ein bisschen rumspielen, ist nicht so ganz so einfach, finde ich. Am Anfang war es echt sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ja. Und dann gibt es einmal diese Field Map Indication. Die muss in der Mitte sein. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel Escape drückt im Spiel, wo dann die Feldnummer steht. Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Weil jetzt gibt es zweimal Feld 15. Das ist natürlich doof. Dann nehme ich also Window Use Attributes. Genau, Attributs. Und dann wird man hier einfach um Feld 16 jetzt. So, jetzt steht auf Feld 16. So, auch hier aktualisiert, hier ist unser Feld. Genau. Das war eigentlich schon so grob. Wie das hier so ist von den Hauptsachen vom Editor und die wichtigsten Sachen eigentlich. Genau, ich habe gedacht, ich mache jetzt so ein paar öfters so eine kleine Tutorial-Reihe vom Editor. Klar, ich bin nicht der Profi-Modder, aber die standardlegenden Sachen kann ich und könnte ich euch, wenn ihr wollt, gerne zeigen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial über den Giants Editor geholfen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.